Scheiße, die da auch Strahlen auf der Wand hinterlassen. Ah. So ist es richtig, Kumpel. Du hast das kleine Monster außer Atem gebracht. Ja, außer Atem sieht es aber noch nicht aus. Atmen Geister? Ich denke nicht, oder? Ich meine, mit welcher Lunge? Entschuldigung, das übernimmt die Stadt. Oh Gott. Erwischt! Halt ihn jetzt im Griff! Du musst ihn außer Atem bringen! Ah, oh, es ist ein widerständiger. Wenn du willst, kannst du deinen traurigen Hintern in eine Falle verfrachten. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wann er müde ist. Das ist nicht bestimmt. Die Falle steht! Fast geschafft! Lenk ihn einfach hinein! Komm schon! Ah, wehrt er sich! Warte, über. Jetzt haben wir dich. Sehr gut. Das war ein bisschen. Der wehrt sich ganz schön, der kleine Bastard. Ja. Perfekt. Siehst du? Echt klasse. Das wird diese jämmerliche Kartoffel lehren, Peter Venkman voll zu schleimen. Oder auch dich? Vielleicht mal ein verschobenes Gedeck, aber vorwiegend ist noch alles bereit. Die Rodriguez-Party kann steigen. Der Alhambra-Ballsaal? Die Bar Mitzwa? Was haben Sie getan? Die Gäste kommen in 15 Minuten! Was ist denn Ihr Problem? Dank mir und dem mir exklusiv zugewiesenen Rekruten können die Feierlichkeiten jetzt in einer komplett geisterfreien Umgebung stattfinden. Also bitte. Und an die Rodriguezes. Alles Gute von den Geisterjägern. Ja, das, ich gehe da mal. Die Blumen, die müssen auch gegossen werden. Zu uns stoßt. Habt ihr die kleine Kartoffel? Ray, wir müssen uns ernsthaft mit diesem Knubbel unterhalten, oder wir haben echte Disziplinprobleme, wenn er ein Teenager wird. Freunde, ich würde gerne helfen, Vorsicht, aber... Vorsicht, deine Schonzeit ist vorbei. Jetzt fass mal mit an. Wir haben hier ein paar echt beharrliche, lästige Geister. Entschuldigung. Wow. Oh. Unangenehm. Mehr als ich erwartet hatte. Da, links von dir. Dreh dich um. Ziel hoch. Entschuldigung. Oh Gott. Wo ist er? Da ist er. Doch nicht. Au! Da. Ich einfach mit besser Havoc Engine Manier umgekickt werde. Das ist ein hässlicher Kerl. Oh. Das bedeutet Ärger. Ducken! Au! Ziel hoch. Aua. Tut mir doch nicht weh. Au! Aber das ist gerade echt mies. Also so lebenstechnisch. Nein! Du wirfst nicht nochmal Sachen auf mich. Oh oh, da kommen sie. Boah, die Dreckskerle.
links von dir. Oh, genau ins Fressbrett. Immer weiter. Schön gesteuert. Lass den Drehwald raus. Das war gute Arbeit mit der Falle. Komm her jetzt. So, ich will dich auch noch mal freuen. Ach du Penner. Hey Mann, sind das viele. Oh. Ja, du sitzt es auch. Oh, ich bin erledigt. Ha! Padam! Ja, da, links von dir! Ich würde gerne helfen. Du hast ihn angeschlagen. So. Gut gemacht. Puh. Ziel hoch. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Und jetzt reinholen. Da, links von dir. Wo ist die Falle, wo ist die Falle, wo ist die Falle? Jetzt komm schon. Wo willst du denn wohl hin? Na komm schon. Außergewöhnlich. Hey, das war doch gar nicht so schlimm, oder? Das sind aber Kämpfe. Meine Güte, die gehen schon ganz schön auf die Kondition. Selbst am Gamepad. Ja, das sieht doch noch wie neu hier aus im Hotel. Wer wird für all das bezahlen? Keine Sorge, Sir. Sie wissen, der Bürgermeister wurde aufgrund seiner strikten Pro-Geisterjäger-Politik gewählt. Wir berechnen der Stadt jetzt alle Ergreifungen und Eliminierungen direkt. New York ohne Spuk ist ein touristenfreundliches New York. Nein, den Schaden! Bürgermeister und Stadt haben ein umfangreiches Versicherungsprogramm abgeschlossen. Sie sind abgedeckt. Ehrlich, ich spüre eine gewisse Feindseligkeit. Vielleicht sollten wir die Geister einfach hier lassen, wenn Ihnen das lieber ist, Sir. Nein, nein. Aber bitte, Diskretion. Diskretion ist unser oberstes Arbeitsmotto. Vorsicht. Oh. Kommt der denn her? Hey, wo kommt der denn her? Ja, genau. Wir sollten ihm vielleicht folgen. Oder diskutieren wir das erst aus? Kadett, du gehst mit Dr. Spengler. Überprüf den wütenden Fischer. Okay, Igen. Du gehst voran. Jetzt bin ich ja gespannt. Gibt auf jeden Fall Geisterjäger-Feeling, muss ich sagen. Wie lange? Es scheint, als würde er nach oben schweben. Oh, wirklich? Trap. Mein Erzfeind. Treppen. Der Fischer sieht ja fies aus. Ich komme da nicht rüber. Bewegung, geh voraus. Nimm diese Falle. Soll ich ihn jetzt alleine fangen? Ist das dein Ernst? Na gut, dann probieren wir das mal. Ich muss gleich mal eine Ausnahmepause machen. Meine Platte ist noch voll von der gestrigen Magica-Aufnahme von 2,5 Stunden. Aber ja. So, weiter. Wo ist er denn? Fakt. Gut, dass ich hier nochmal lang genommen. Wo ist jetzt der Fischer? Nun ja, da wohl nicht. Das sollte wohl auf eine subtile Art und Weise sagen, dass ich da nicht lang muss.
gesagt eine 7000 Kubikmeter Badewanne voll mit Protonen geladenem Meerwasser. Und Sego? Das macht mir ein bisschen Angst hier gerade. Wäre schon creepy, vor allem durch diese Brille mit dieser Nachtsicht. Ray, hast du dem Neuling von semidimensionalen Rissentitäten erzählt? Diese Art von hochaufgewühlter Umgebung ist ein wahrscheinlicher Manifestationspunkt. Ein wahrscheinlicher Manifestationspunkt, sagst du? Ja, also das hätte ich dir jetzt auch sagen können, Ian. Okay. Ist wohl da wieder. Ich versuche gerade diesen verdammten Geist zu finden. Da reagiert es ja gerade etwas. Das regelt mehr. Mehr. Denn du? Was passiert hier? Wahrscheinlich am Manifestationspunkt. Am Arsch! Gott! PKE mir anwerfen. Ich glaube, ich habe was gefunden. Da lang. Da irgendwie rum. Ja, ich hab's ja an. Mein Gott. Wenn die ganze Zeit sagt, dass das PKI mich da anweisen soll. Warte mal, kann ich das hier irgendwie. Schauen wir nicht. Ja, lang. Muss da irgendwie. Ah, jetzt. Ja. Er ist schon gerade ein bisschen creepy hier. Alter. Können wir jetzt bitte diese Fischer fangen? Was sind denn das für kleine Wasserläufer hier? Und wo zum Henker geht's lang? Ehrlich? Wow.